Mahlzeit miteinander. So, ich war heute Morgen im Training und habe inzwischen aus unserem Sauerteig einen Brotteig bestellt. Den lassen wir jetzt nochmal einen Tag gehen und morgen gibt es dann Brot. Ich glaube, wir gehen nachher nochmal in den Werkstatt über und basteln dann unsere Mietverbindungen weiter. Und dann nehme ich euch jetzt einfach mal mit. So, Mahlzeit miteinander. Da das gestern ziemlich gut funktioniert hat mit unserer ersten Niete, die sieht einfach arschgeil aus. Die ist wahnsinnig gut geworden. Außer haben wir sie ein bisschen verklopft, aber ist ja wie gesagt bloß ein Probestück. Da das gestern gut funktioniert hat, würde ich heute einfach anfangen vorzubereiten. Diese Eckstücke für ein kleines Schatzkistle. Mal schauen, wie man dabei nachkommt. Ich habe da eine ein Stück Blech und da machen wir uns jetzt diese Eckteile alle runter. So, da habe das Material jetzt so zugesägt, dass man es in den Kreissäge packen kann und jetzt hefte seitlich zusammen und dann sägen wir uns die passende Stücke runter, die wir brauchen. Inzwischen haben wir die Blöcke da alle runtergesägt. Durch das grobe Sägeblatt hat es die jetzt miteinander quasi verbacken oder verschmolzen, verschweißt, verrieben. Die klopfen jetzt alle auseinander und dann ziehe ich sie nochmal schön über den Bandschleifer, dass sie sauber sind. Bis gleich. Da haben wir unsere, ich glaube jetzt sind es irgendwas mit 40 Stück. Die werden wir jetzt alle anzeichnen, so wie die da haben, weil das hat mir gut gefallen. Und dahinter kann man auch nochmal im Notfall ein Loch reinmachen zum Füllung drauf befestigen, dazu später mehr. Jetzt zeichnen wir einfach mal kurz unsere Ausklinkecke an. So, wie gesagt, wir zeichnen jetzt einfach uns die Ecke da an und klinken dann die ganze Dinge an der Maschine aus, weil ich keine Lust habe, das alles von Hand zu machen. So, haben wir jetzt eine kleine Vorrichtung gebaut, wo ich ein Stück einfach bloß reinlegen brauche. Rumdrehen, reinlegen und dann stimmt's. Hoffe ich. Wie gewünscht. So, jetzt haben wir alle Teile hier. Jetzt zeichnen wir die an, dass wir die Löcher bohren können. So, wir haben jetzt unsere Eckstückler alle angerissen und einen Körner rein gemacht. Jetzt hauen wir die schön an der Bohrmaschine alle durch. So, wir haben unsere Blechler alle gebohrt und jetzt wollte ich sie nicht alle einzeln senken, sondern alle am Stück machen.
Haben wir jetzt geschnitten einen Akkuschrauber und einen Senker geschnappt, dann machen wir die geschnitten auf einen Schlag. So, inzwischen sind unsere Blechle alle fertig. Ich werde jetzt nochmal versuchen, ein, zwei zusammenzuheften. Aber grundlegend war es das für heute. Ich würde sagen, wir heften die morgen voll fertig zusammen und verschweißen sie dann auch gleich. Und dann können wir mal anfangen mit den Winkeleisen-Nachrichten. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Wenn ja, lasst einen Daumen nach oben da. Abonnieren wäre auch ganz klasse. Beides wäre natürlich noch viel toller. Ansonsten wünsche ich euch einen schönen Abend. Macht's gut. Ciao. Zählen noch 12 weitere. Schönen Abend.